Buchholzer, liebe Buchholzerinnen, liebe Hamburger, Hamburgerinnen, Landkreis Harburgerinnen, wo auch immer ihr herkommt, wo immer Sie herkommen. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu der Kundgebung des Bündnisses gegen Rechts, Buchholz. Buchholz zeigt Gesicht für Demokratie, Toleranz und Vielfalt. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, um Gesicht zu zeigen angesichts dessen, dass ein paar hundert Meter von hier entfernt eine Kundgebung der Bürgerbewegung Nordheide, so sie sich nennt, dazu aufruft, die Asylflut zu stoppen. Wir freuen uns, dass so viele hergekommen sind. Und wir würden uns freuen, wenn wir hier gemeinsam eine Zeit lang verbringen. Auf der Kundgebung, ein paar hundert Meter weiter, sind ungefähr 30 Menschen. Wir sind mehr, viel mehr. Das Besondere ist, die Stadt Buchholz zeigt Gesicht. Die Bürger und Bürgerinnen zeigen mit der Stadt Gesicht. Und dafür gibt es ein Gesicht, für das das steht. Das ist unser Bürgermeister, Herr Röse. Und an den würde ich jetzt gerne das Wort übergeben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Buchholzerinnen und Buchholzer. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Buchholzerinnen und Buchholzer, ich hoffe, Sie können mich verstehen. Kommen Sie auch gerne von dort hinten noch weiter ran. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier auf dem Petzhof im Herzen der Stadt Buchholz. Ich freue mich, dass Sie unserem Aufruf gefolgt sind, hier im Buchholz Gesicht zu zeigen gegen ausländerfeindliche Hetze und gegen Fremdenhass. Hinter dem Aufruf dieser Veranstaltung steht das Bündnis gegen Rechts, das sich bereits im Jahre 2010 gebildet hat. Damals war Anlass eine Demonstration der NPD hier in Buchholz. Und wir haben alle gesagt, wir können das nicht zulassen. Wir bilden hier ein Bündnis gegen Rechts. Neben dem Bürgermeister, der für die im Rat vertretenen Parteien steht, gehören diesem Bündnis an Verbände. Gehören diesem Bündnis an Verbände, Vereine, Organisationen. Als Veranstalter dieser Veranstaltung hier heute ist Heideruh und Frau Trampenau aufgetreten. Frau Trampenau spricht auch gleich noch. Meine Damen und Herren, uns alle empört, dass hier heute wenige Meter von uns rechtsradikale Aktivisten unter dem Deckmantel eines bürgerlichen Protestes ihre fremdenfeindlichen Parolen loswerden wollen. Uns empört, dass hier gegen Flüchtlinge und Ausländer gehetzt werden soll. Schon vor 6 Jahren waren wir uns einig, dass wir das nicht zulassen wollen und dass wir dagegen aufbegehren und hier alle zeigen, liebe Buchholzerinnen und Buchholzer, das ist nicht unser Buchholz. Wir stehen nämlich für eine tolerante und weltoffene Wir stehen für eine tolerante und weltoffene und humanitäre Gesellschaft. Und wir pflegen eine hervorragende Willkommenskultur. Für uns und für mich persönlich sind Flüchtlinge keine Bedrohung. Vielmehr sind für mich diejenigen eine Bedrohung, die hasserfüllte Parolen, fremdenfeindliche Parolen und in der Dunkelheit an Flüchtlingsunterkünfte Hakenkreuze malen. Das ist für mich eine Bedrohung. Hass und Gewalt sind niemals Argumente und werden es auch nie werden, meine Damen und Herren. Buchholz
hat ein freundliches Gesicht. Wir haben keine Angst und wir schüren keine Ängste. Vielmehr reichen wir die Hand und bieten denjenigen Schutz und Hilfe, die vor Krieg und Terror fliehen. Und es ist geradezu perfide, meine Damen und Herren, dass die rechtsradikalen Hetzer den Bombenterror von Paris und Brüssel zum Anlass nehmen, hier vor Migranten und Flüchtlingen und Asylbewerbern zu warnen und zu hetzen und diese als Bedrohung darzustellen. Denn es sind ja gerade diese Terroristen, die die Asylbewerber und die Flüchtlinge hier zu uns treiben, weil sie vor diesem Terror in ihren Heimatländern eben auch fliehen wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin stolz darauf, dass wir hier in Buchholz eine so tolle Willkommenskultur pflegen und ich kann nur hoffen und ich bedanke mich zunächst einmal bei allen, die hier im Bündnis für Flüchtlinge aktiv sind, die den Weg bereiten und auch die Hand reichen den Flüchtlingen, die zu uns kommen aus ihren Ländern, wo sie nicht mehr bleiben können. Ich bin stolz darauf, dass wir hier in Buchholz heute mit dieser großen Anzahl von Menschen Gesicht zeigen, Gesicht gegen rechts. Und es ist geradezu typisch, dass diejenigen, die unter dem Deckmantel der sogenannten Bürgerbewegung, Bürgerprotest noch nicht einmal sagen, wer sie eigentlich sind, dass sie sich verstecken. Wir tun es nicht. Wir sind die eigentliche Bürgerbewegung in Buchholz. Und ich danke allen nochmals für ihr Kommen hier heute. Gebe ich an Frau Bea Trampenau von der antifaschistischen Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Bitte sehr. Als allererstes, Refugees welcome, Flüchtlinge willkommen in Buchholz. Ich spreche im Namen der antifaschistischen Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh und ich spreche, glaube ich, im Namen vieler Antifaschistinnen und Antifaschisten, antifaschistisch denkenden Menschen in diesem Lande. Seit 2,5 Jahren wohne ich nun mit Geflüchteten in einem Projekt. Tag und Nacht. Jahre, die ich nicht missen möchte. Geflüchtete aus aller Welt bereichern unser Land. Viele Supporter, viele Unterstützer und Unterstützerinnen klagen erst einmal über die viele Arbeit, die vor allen Dingen unsere deutsche Bürokratie, der Ärzte, der Wohnungsmangel, die Dublin-Gesetze etc. machen. Aber irgendwann kommt es fast immer zu dem Punkt, wo die Augen anfangen zu strahlen, weil die Geflüchteten uns auch bereichern. Durch ihre Kulturen, ihre Werte, ihren Glauben, ihren Ehrgeiz und ihre Kraft trotz Traumata, trotz Heimweh und ihrer großen Zukunftsangst lehren sie uns, dass es andere Blickwinkel auf die Welt für Problemlösungen als die unseren gibt. Das afrikanische Sprichwort, ihr habt die Uhren, Afrika hat die Zeit, hat mich bereichert. Davon will ich mehr lernen. Refugees sind nicht hier, weil sie mich bereichern sollen. Flüchtlinge sind nicht hier, weil Deutschland so schön ist. Refugees sind nicht hier, weil ein Asylverfahren in Deutschland ein Zuckerschlecken ist. Flüchtlinge sind nicht hier, weil sie ihre Heimat verlassen wollen. Sie sind hier, weil sie vertrieben sind. Durch Bomben, politische Verfolgung, durch lebensbedrohenden Hunger, durch Landgrabbing. Und in den meisten Fällen trägt unser Land dafür eine Mitverantwortung. Jede Waffe, die produziert ist, ist dafür gemacht, zu töten. Jede Waffe, die ins Ausland exportiert wird, ist dafür gemacht, im Ausland zu töten. Und Deutschland exportiert viele Waffen.
Und zudem ist Deutschland zurzeit in 15 Kriegseinsätze verwickelt. Wer Krieg sät, wird Flüchtlinge ernten. Es ist die Verantwortung unseres Landes, den Schaden an den Menschen zu schmälern. In unserem Grundgesetz ist das Asylrecht verankert. Die Fassung von 1949 wird gerade monatlich ausgehöhlt. Aber es bleibt ein hohes Recht, selten in der Welt verfassungsmäßig festgelegt. Es schuldet unserer Geschichte. Millionen mussten flüchten aus Deutschland. Jeder damals abgewiesene Deutsche ist heute ein Spielfilm wert. Fluchthelfer haben im Nachhinein eine Ehrung erfahren. Wir sind seit Jahrhunderten ein Einwanderungsland. Das hat jetzt nicht erst begonnen. Die Vielfalt unserer Nachnamen beweist es. Meine Wurzeln sind hugenottisch. Und Ihre? Auch deswegen, weil wir diese Erfahrungen haben, seit Jahrhunderten, kann Deutschland noch mehr. Viele Aufnahmeeinrichtungen sind jetzt endlich fertig gebaut. Und jetzt sind sie leer. Deswegen mein Appell an Frau Merkel. Setzen Sie ein Zeichen, die sofortige Aufnahme der Flüchtlinge von Idomeni. Es ist ein Armutszeugnis, dass das Nicht-EU-Land Mazedonien, die umstrittene Türkei und das bitterarme Griechenland Europa das Problem vom Hals halten sollen. In zehn Jahren wird uns jeder einzelne Flüchtling, den wir nicht integriert haben, fehlen. Beim Aufbau humaner Strukturen in jetzigen Krisengebieten und hier, um unsere Renten zu finanzieren. Keine rechtsextremistischen Kundgebungen in Buchholz. Kein Raum für rechte Propaganda. Heute, vor 6 Jahren, setzte das Buchholzer Bündnis gegen rechts mit einer Kundgebung und die Bürgerinnen mit einer großen Demonstration ein deutliches Zeichen gegen eine NPD-Kundgebung. In diesem Jahr hat Buchholz den mutigen Schritt unternommen, neben dem traditionellen Gedenkstein für die Kriegsopfer endlich einen Mahnstein für die vergessenen Opfer des Nationalsozialismus zu setzen. Kundgebung, Gesicht zeigen, während den Anfängen, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Die Antifa Buchholz erklärt in ihrem Aufruf zu heute Hintergründe zu den Veranstaltern der Kundgebung der sogenannten Bürgerbewegung. Die Bürgerbewegung Nordheide ist ein Versuch der Neonazi-Kameradschaft AG Nordheide, Rassistinnen abseits der Neonazi-Szene anzusprechen. Seit 3 Jahren versuchen die Neonazis der AG Nordheide mit spontanen Aktionen und Störungen von Infoveranstaltungen gezielt im bürgerlichen Spektrum rechte Propaganda zu verbreitern. Der Blogger Uwe Schulze erklärt in einem Aufruf, die Welt ist unübersichtlicher geworden, die Erklärbarkeit und das Sicherheitsgefühl haben dadurch abgenommen. In einer komplexer werdenden Welt können und dürfen Verschwörungstheorien und triviale Erklärungen, die Schuldige suchen, nicht die Antwort sein. Wer Frieden will, muss sich vom Nationalismus abgrenzen. Ich sage, rechtspopulistische Propaganda ist keine Eintagsfliege, keine Erscheinung, die man nicht ernst nehmen sollte. Und alle heute hier haben das begriffen und sind gekommen. Es sind 178 rassistische Morde seit 1989 in Deutschland begangen worden. Flüchtlingsheime brennen und Wahlergebnisse der Rechten im zweistelligen Bereich machen Angst. In 2015 registrierte die Polizei nach vorläufigen Erkenntnissen insgesamt 13.846 rechtsmotivierte Delikte. Das ist entspricht einer Steigerung um mehr als 30% im Vergleich zu 2014.
Vergangenes Jahr wurden 921 rechtsextreme Gewalttaten mit 691 Verletzten registriert. Die meisten dieser Gewalttaten, nämlich 612, waren fremdenfeindlich. Damit hat sich diese Zahl im Vergleich zu 2014 fast verdoppelt. 2015 wurden mehr als 1000 Straftaten gegen Asylunterkünfte registriert. Das sind fünfmal so viel wie im Jahr zuvor. Erfasst wurden Brandanschläge, Sachbeschädigungen und volksverhetzende Schmierereien wie Hakenkreuze. Buchholz zeigt, dass eine Bündnis für Flüchtlingearbeit, die von der ersten Minute an war, Zeichen setzt, um das zu verhindern. Wir haben in Buchholz schon die ein oder andere kleine Sache erlebt. Aber ich habe das Gefühl, in Buchholz wird es nicht eskalieren. Und das hat damit zu tun, dass die Stadt Buchholz, die Bürger, Bürgerinnen, darauf aufgepasst haben und von vornherein eine hervorragende Willkommenskultur gezeigt haben. Uns wird vorgeworfen, dass wir die freie Meinungsäußerung nicht zulassen, indem wir sagen, keine rechte Propaganda, keine rechtsextreme Propaganda hier in Buchholz und anderswo. Ja, es gibt das hohe Gut der freien Meinungsäußerung. Eine Gegenkundgebung gegen das zu tun, was wir nicht wollen, ist dieses Recht. Schon Mittwoch wurde diese Kundgebung als von krimineller Antifa und dem Volksvertreter Röse stigmatisiert. Ja, Röse. Volksverräter, Entschuldigung. Ja, wir wissen. Deshalb sage ich, keine rechtsextremistischen Kundgebungen in Buchholz. Ich danke allen, die diese Huspe hatten und gekommen sind. Enden möchte ich mit einem Grußwort, das Heideruth zugesendet worden ist, von Esther Bejarano, der Sängerin und Überlebenden des KZ Auschwitz, die Buchholz oft besucht, wenn sie sich in Heideruth erholt. So, jetzt brauchen wir das Grußwort. Aufruf gegen Rassismus für eine bessere Welt. Wir müssen aufstehen gegen den Rassismus. Wir müssen uns alle gemeinsam gegen die Neonazis und die rechten Populisten wehren. Hier bei uns, in Europa und überall in der Welt. Die Egoisten und die Rassisten dürfen nicht Oberhand bekommen. Unsere Alternative für eine bessere, gerechtere Welt ist, zeigen wir Menschlichkeit, helfen wir denen vor Kriegen, vor Verfolgung und Unterdrückung, Flüchtenden, handeln wir internationalistisch, brüderlich und schwesterlich. Brot und Bildung für die Welt statt immer neue Waffen und Kriege. Begreifen wir die Erinnerung als Verpflichtung zur Humanität. Refugees welcome, no passaran. Sind, nach Hause zu kommen oder noch länger hier zu verweilen.
Wir werden verschiedene Wege finden, länger oder kürzer gehend, um zu gucken, was sie denn so machen oder um nach Hause zu gehen. Aber die erste Idee ist, wir verweilen hier erstmal, bis ich dann die Demo, die Kundgebung auflöse. Und ich hoffe, dass ich noch viele heute einen langen Nachmittag sehe.